Moin moin und willkommen zurück zu Let's Play Donkey Kong 64. Beim letzten Mal war die Stimmung down, denn Junkies Banane wurde wieder in ein Iglo gesperrt. Die habe ich mir jetzt schon geholt, habe schon mal ein paar Bananen extra gesammelt. Von DK haben wir jetzt alle. Und ja, jetzt wollen wir doch mal schauen, ob wir auch mit Diddy, da werde ich jetzt nochmal zum Fass, zum Flugfass gehen. Um mit ihnen die Bananen zu holen, die hier noch durch die Luft schwirren. Und dann beginnt auch schon der Teil, auf den ich mich überhaupt nicht freue. Nämlich, die Hausquests von Diddy. Warum werde ich mich darauf nicht freuen? Ganz einfach. Kristallkokosnussverbrauch. Ah, das wird wieder richtig lustig werden, der Part. Ja, jetzt rede ich mal ins Gesicht, damit du uns in Ruhe lässt. Tut mir leid, aber anders geht's gerade nicht. Wenn wir jetzt hier zu viele Kristalle verwenden, also zu viele Kristalle brauchen, werde ich auch nochmal in das Igloo von Donkey Kong gehen müssen, um dort noch ein paar Kristallkokosnüsse rauszuholen. Damit wir da nicht so lange rumeiern. So, und jetzt heißt es wieder ins Fass springen. Gut, das hat schon mal geklappt. So, und jetzt hier lang. Kommt auch mit, Diddy. Und Bananen einsammeln. Eins. Zwei. Haben wir sonst noch irgendwo welche? Ne, sieht nicht so aus. Nope. Gut, dann gehen wir hier noch für Diddy rein. Weil ich glaube, das haben wir noch nicht gemacht. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber da hier diese Animation kommt, denke ich mal eher weniger. Und schauen mal, was seine Aufgabe ist. Okay, wir sollen hier anscheinend irgendwas mit den Fässern machen. Hier ist eine 3. Nee. 6. Nee. 4. Nee. 1. Okay. Und hier wird die. Nee. Ah, Gott. Also wir müssen anscheinend die Fässer in der richtigen Reihenfolge wegschmeißen. Jetzt wissen wir auch, wo die Reihenfolge lang geht. Und das haben wir auch schon geschafft. Na gut. Und eine weitere goldene Banane wandert in unseren Besitz über. ...127 Bananen. Na, das ist doch mal was. Und das war nichts ist. Und ich habe gerade gesehen, Tiny hat erst 2 goldene Bananen. Ich frage mich gerade, wo sollen denn dann die restlichen sein? Aber vorerst... ...nachher auspacken. Was ist denn das für ein komischer Ballon? Der cheatet sich da so mir nichts, dir nichts durch die Lüfte. Aber jetzt begeben wir uns wieder zum großen Haus. Da haben wir noch einiges zu tun mit Diddy. 2 Aufgaben. Die eine könnten wir vielleicht schaffen, bei der anderen weiß ich noch nicht, wie ich es ankellen werde. Ich schätze mal, da werde ich wieder schneiden müssen. Und was hat sie mit dem Ding auf sich? Warte mal. Einen Moment. 2 Hammer, Blaupause Hammer, also sind es nur noch die 2 Bananen in den Häusern. Okay, dann ist Diddy auch fertig. Wie? Zuerst mache ich das ganz oben. Weil auch wenn das nervig ist, es ist nicht ansatzweise so deprimierend wie die andere Aktion mit Töte alle Gegner in dem gewissen Zeitlimit. Deswegen machen wir erstmal das hier. Okay. So.
Also, hier haben wir nochmal kurz reingeschaut, haben noch nichts weiter erledigt und ich habe festgestellt, wir können die Gegner auch mit Musik töten. Nicht nur mit den komischen Kristallen, deswegen machen wir das mit der Musik. Weil wir müssen sparen. Wir müssen sparen, sparen, sparen. Ja, und unsere Aufgabe hier drin ist es, die Kerzen zu entzünden. Jetzt dürft ihr dreimal raten, wie wir das machen. Genau, mit dem Feuer vom Jetpack. Zack, meins. Dann kommen die. Was jetzt? Nummer 2. Und Nummer 3. Wie gesagt, das ist jetzt nicht so deprimierend gewesen. Das ging relativ fix von der Hand. War jetzt auch nicht eine von den schwereren, aber die schwere für die kommt jetzt noch. Und wenn ich das jetzt nicht direkt... Oh, eine Bananenfee. Na komm, die nehmen wir direkt mit. Auch wenn das nochmal eine Gelegenheit wäre, um die Kokosnüsse aufzufüllen, aber bevor ich sie dann später vergesse, weil ich es vielleicht aus irgendeinem Zufall rechtzeitig schaffe, mache ich es lieber so. Bin ja mal gespannt. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich bei dem Versuch, diese Tür hier zu schaffen, sämtliche Bananen, die ich habe, verprassen werde. Weil wir wissen ja, das ist echt harter Tobak, was hier drin abgeht. Diese Quests, auf die ich mich nicht freue. Das ist eine davon. Wir wissen alle warum. Diese vier Fässer da. Die sind das größte Problem. Weil wir müssen irgendwie auf dieser Plattform landen, wo die vier Fässer stehen. Das funktioniert aber nicht so ohne weiteres. Weil genau deswegen. Mal eigentlich schon wieder sein lassen, ne? Mal ganz ehrlich zu sein. Ja, das kann man direkt vergessen. Ach, macht das schon wieder einen Spaß. Danke. Und dass der dabei immer runterfällt. Musik kann man auch nicht spielen? Nee. Ich wüsste aber auch nicht, ob es da noch irgendeinen Trick bei gibt. Das ist gerade mein Problem, das ich habe. Ich meine, es gibt sicherlich irgendeinen Trick, dieses Problem hier zu lösen. Aber mir möchte es partout nicht einfallen. Aber ich glaube, die Idee hier erstmal auf die Plattform von so einem Kremlin zu kommen, ist gar nicht so verkehrt. So, eine Granate nach da drüben. Zack. Eine zu dir rüber. Ah, und schau auf mit dem Scheiß, bitte. Kann ich gerade echt nicht gebrauchen. So, und den dann noch abgeknallt. Komm. Jawohl, ja. Der Countdown ist vorüber und wir haben die goldene Bamane. Bamane. It's Bamama time. So, gucken wir doch mal, was denn noch zu erledigen ist. Diddy ist fertig. DK ist vollkommen fertig. Lenky fehlt die Blaupause. Bei Tiny fehlen noch zwei. Bei Chunky ist... Chunky ist auch fertig. Chunky ist fertig? Okay. Also Lenkys Blaupause und Tiny ist... Ja, zwei Bananen. Alles klar. Jetzt wissen wir schon mal Bescheid. Nur weiß ich nicht, wo genau die sein sollen. Das heißt, wir werden uns jetzt auf die Suche begeben. Natürlich direkt mit Tiny. Weil alles andere ziemlich sinnlos wäre.
Ich schau noch mal hier rein. Ich weiß nicht, ob wir die Quest, die hier drin ist, schon gemacht haben, aber ich glaube schon. Ich glaube, es war das mit den kleinen lila Dinos. Die jetzt nicht allzu schwer war. Ja, die haben wir gemacht. Schau noch mal rein. Ja, hier ist alles erledigt. Können wir wieder rausgehen. Okay, Brainstorming. Wo könnten wir denn noch hin? Das wird jetzt ein ziemliches Abgelaufe von dem gesamten Level. Eine bessere Möglichkeit fällt mir einfach nicht ein dafür. Nee, da war nichts. Hier haben wir die zwei. Hier hat man den Hassan. Und uns fehlen. Es fehlen uns auch noch ein, zwei Reporterplatten, habe ich so das Gefühl. Kann das sein? Oder kommt mir das nur so vor? Also die drei kann ich noch nicht benutzen. Gut, bei der 5 bin ich mir jetzt nicht sicher, das habe ich nicht ausprobiert, wo wir da landen. Oh, ich habe irgendwas im Hals. Ich habe irgendwas im Hals. Kommen wir mal hier rein. Ja, wie gesagt, das kann jetzt sich ziemlich hinziehen. Weil ich nicht weiß, wo wir denn suchen müssen. Aber ich werde versuchen, es so schnell wie möglich zu machen. Damit hier auch was passiert. Kann auch sein, dass ihr das hier nicht mehr seht, weil ich zu lange brauche. Dann habe ich es rausgeschnitten. Also wenn das jetzt zu lange dauert, dann schneide ich ab jetzt aus. Aber... Ja, Wegfindung, ne? Eine kleine Wegfindungsstörung haben unsere kleinen Affenfreunde schon. Hier war auch nichts mehr. Hier war das. Da drüben könnte man noch gucken. Was haben wir denn hier drin gehabt? Ja, wie gesagt, das Problem ist halt, ich weiß nicht mehr so genau, was getan wurde von mir und was nicht. Erstmal wieder groß machen. Aha. Nimm mal einer an. Hier haben wir doch schon mal was. So, und da sind wir auch schon wieder. Mal schauen, ob wir es dieses Mal schaffen. Ich habe gerade einen Cut gemacht, weil uns die Aufnahme abgeschmiert ist. Ich werde mich hier jetzt mal fix konzentrieren und nichts quatschen. Jawohl, wunderbar. So, jetzt sind wir wieder dabei. Tut mir leid, dass ich jetzt in die Minute, die halbe Minute still gewesen bin, aber da die Aufnahme bzw. da das Spiel irgendein Problem mit uns hatte, habe ich mir gesagt, gut, lässt es einfach mit raus, solange du das nicht schaffst. Und jetzt sind wir wieder hier. Wir könnten mit Junkie hier nochmal vorbeigehen, um noch 10 Bananen zu holen. Aber wir wissen ja, es ist bei der 3, das merke ich mir jetzt einfach mal. Und jetzt sind wir wieder beim alten Problem. Nämlich, dass ich nicht genau weiß, wo Tinys letzte Banane sein soll. Geschweige denn von Lankys Taslaten.
Das ist ein Rätsel. Ich hätte ja erwartet, dass der sie irgendwo hier oben ist, aber hier oben ist rein gar nichts. Was ich arg eigenartig finde. Ich nehme mir erstmal wieder ein paar Fokus-Nusskristalle mit. Bevor wir da wieder in den Mangel geraten. Oh, und da geht's runter in den Tod. Ich dachte, da landet man irgendwo anders, aber nö. Der ist scheinbar in seiner eigenen kleinen Welt gewesen. So, okay, das heißt, den Weg da hinten sind wir jetzt abgelaufen. Da hinten ist jetzt, glaube ich, nichts mehr von Interesse für uns. Ne, da oben ist Cranky. Moment, ich schaue jetzt nochmal fix nach. Das dauert ja nicht lange, wenn ich nicht dreimal runterfalle. Aber das sollte ja wirklich nicht passieren. Gut, das haben wir. So, da hinten. Warum hingen hier eigentlich die Bananen für Lanky? Ich sehe da immer noch keinen größeren Sinn drin. Vor allem, da hier oben auch einfach mal nichts ist. Wäre da oben der Tazlat für ihn gewesen? Okay, aber so. Gut, hier ist nichts mehr. Was ist denn da oben? Was war das denn bitte? Moment. Halt, stopp. Ich glaube, ich hatte gerade etwas gesehen. Schauen wir mal. Auch wenn ich noch keine Ahnung habe, wie ich da hinkommen soll. Da oben. Wo komme ich denn da oben hin? Achso, das ist das, nee, gut, das war auch nichts. Das war die Platte für den Stein. Jetzt sind wir wieder an der Stelle, an der wir vorher schon waren. Nämlich, dass ich nicht mehr weiß, wo wir lang gehen können. Wo könnte denn für Tiny die letzte Banane sein? Ja, jetzt sag ich jetzt mal so, wenn wir das hier jetzt finden, dann ist ja alles in Ordnung. Und ansonsten gehen wir einfach zum Boss. Und ich sehe mich dann neben der Aufnahme um. Damit wir hier nicht ewig lang rumdrücken. Obwohl, das kann ich jetzt gleich machen. Die Folge ist sowieso dann gleich vorbei. Dann kann ich das gleich mal machen. Aber so viel Zeit muss jetzt noch sein. Ich meine, wenn ich ein Let's Play mache, dann zeige ich ja nicht nur das, was ich kann, sondern auch das, was ich überhaupt nicht kann. Waren wir da hinten schon drin? Ich glaube schon, aber ich gehe da jetzt trotzdem noch einmal rein. Nur um auch ganz sicher zu sein, dass wir hier nichts verpasst haben. Hui! So, fehlt's jetzt ja. Ach, Tiny so klein, so langsam ist, das muss doch nicht. Jetzt eine schnellere Laufanimation auch getan. Nö. Wir teleportieren nochmal, aber hier steht auch nur das Iglo rum. Das ist schon merkwürdig, ne? Können wir das hier mal fix aufnehmen bei einmal Tiny und Lanky Blaupause. Goodie. Dann würde ich erstmal einmal sagen, war's das wieder einmal für heute. Ich hoffe, es hat euch besser gefallen als beim letzten Mal. Wenn es euch beim letzten Mal nicht gefallen hat, für den Fall. Ansonsten würde ich sagen, wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut, haut da rein. Lasst es euch gut gehen. Genießt den Tag. Was ist denn da hinten? Moment. Hä?
ist denn das da hinten für ein Haus? Wo geht's da unten hin? Wie spät haben wir es? 25. Ach, wir sind schon wieder über die 25 Minuten drüber, Leute. Das kann so doch nicht weitergehen. Ich wollte die Folgen auf 20 Minuten einpendeln, nicht auf 25. Und jedes Mal komme ich auf 25. Ich mache irgendwas falsch. Haben wir hier noch irgendwas? Nö. Auch nicht. Okay. Gut. Dann, dein gesagt, bye bye.